Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Danach werfen wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Im Anschluss erkläre ich, welche Karte heute für Sie gezogen wurde und was diese für Sie bedeutet. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit. Der heutige Transit gibt Ihnen das Gefühl, entspannt und locker zu sein. Das ist ein wunderbares Gefühl, solange Sie sich selbst aktiv halten. Es kann schnell in Völlerei und Faulheit umschlagen, wenn Sie nicht aufpassen. Kurze, intensive Trainingseinheiten sind zu bevorzugen, damit Sie den Dampf, der sich im Laufe des Tages auf natürliche Weise aufbaut, ohne Ausreden abbauen können. Halten Sie sich von schweren Lebensmitteln wie Brot, Milchprodukten und rotem Fleisch fern. Genießen Sie frisches Obst und Gemüse, Suppen und Hülsenfrüchte für Energie, die Sie nicht bremst. Karriere. Nutzen Sie diesen Tag, um Ihre allgemeine Einstellung zu Ihrer Arbeit zu ändern. Ob Sie nun tatsächlich arbeiten oder nicht, spielt keine Rolle. Machen Sie sich einfach klar, dass es an der Zeit ist, eine neue Einstellung zu Ihrer Arbeit zu entwickeln. Seien Sie dankbar. Liebe. Heute können Sie mit einem romantischen Partner lachen und herumtollen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass es schwer und furchtbar ernst werden könnte. Sie können zwar mit einer Bindung umgehen, aber nur zu Ihren Bedingungen, was Ihren Liebsten manchmal zweifeln lassen könnte. Sie sind jedoch nicht ernsthaft besorgt, denn Sie sind genauso kokett wie Sie und wollen auch nichts allzu Schweres. Nun richten wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Der Schlüssel zu diesem Tag ist, Ihrem Herzen zu folgen. Merkur in Waage steht in einer starken Opposition zu Jupiter in Widder und bringt Licht in die Fragen, die Ihre persönliche Wahrheit betreffen und in denen Sie nach Gerechtigkeit streben. Wenn Sie sich emotional zurückgehalten haben, betrachten Sie die Dinge von allen Seiten und beziehen Sie Stellung, auch wenn Sie nicht wissen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ihre romantischen Bedürfnisse können mit diesem Aspekt befriedigt werden, was sogar eine Liebesgeschichte vorantreiben kann. Die Energie steht in einem fixen Zeichen und fordert Sie auf, sich auf Ihren Thron zu setzen und Ihre königliche Macht auszuüben. Lassen Sie sich von den Menschen, die Ihnen wichtig sind, verwöhnen und zeigen Sie ihnen, wie sehr Sie geliebt werden. Vielleicht erhalten Sie sogar eine unerwartete Nachricht von Ihrem aktuellen Schwarm, auf die Sie schon lange gewartet haben. Er lässt Sie endlich wissen, was er wirklich empfindet, und das fällt ihm vielleicht schwerer, als er zugeben möchte. Es ist definitiv ein Tag, an dem andere etwas für Sie tun können. Finanzielle Angelegenheiten und Karrierechancen können sich wieder zu Ihren Gunsten entwickeln, denn die Sonnenenergien fördern die Klärung einiger karmischer Angelegenheiten. Von Ihrem Standpunkt aus gesehen, gibt es eine Menge planetarischer Verhandlungen. Die Karte, die heute für Sie gezogen wurde, ist die Kaiserin. Die Kaiserin steht für eine starke Verbindung mit unserer Weiblichkeit. Weiblichkeit lässt sich in vielerlei Hinsicht ausdrücken: Eleganz, Sinnlichkeit, Fruchtbarkeit, kreativer Ausdruck, Fürsorge, und ist notwendig, um sowohl bei Männern als auch bei Frauen ein Gleichgewicht herzustellen. Die Kaiserin ruft Sie dazu auf, sich mit Ihrer weiblichen Energie zu verbinden. Schaffen Sie Schönheit in Ihrem Leben. Verbinden Sie sich mit Ihren Sinnen durch Geschmack, Berührung, Klang, Geruch und Sehen. Nutzen Sie diese Sinne, um Freude und tiefe Erfüllung zu erfahren. Gönnen Sie sich ein Spa, lernen Sie Massage, genießen Sie ein gutes Restaurant oder verbringen Sie mehr Zeit mit Ihrem Partner. Entdecken Sie verschiedene Möglichkeiten, sich kreativ auszudrücken, sei es durch Malen, Musik, Theater oder andere Kunstformen. Dies könnte die perfekte Gelegenheit sein, ein neues Hobby zu beginnen, das Ihnen den Zugang zu diesem Teil von Ihnen ermöglicht. Die Kaiserin steht für Überfluss.
Sie sind von den Freuden und dem Luxus des Lebens umgeben und haben alles, was sie für einen komfortablen Lebensstil brauchen. Sie befinden sich in einer Phase des Wachstums, in der all das, wovon sie geträumt haben, nun in Erfüllung geht. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um über die Fülle, die sie umgibt, nachzudenken und sich für alles, was sie geschaffen haben, zu bedanken, damit sie auf dieser Energie weiter aufbauen und noch mehr Fülle in ihrem Leben schaffen können. Als Archetyp der Mutter Erde fordert die Kaiserin sie dazu auf, sich in die Natur zu begeben, um ihre Energie zu erden und mit der Erde im Fluss zu sein. Machen Sie einen Ausflug zu Ihrem Lieblingsplatz in der Natur, sei es ein Wald, ein Strand, ein Berg oder ein See, und setzen Sie sich für ein paar Minuten, Stunden oder sogar Tage hin, um die Energie einzuatmen, die Sie umgibt, während Sie die Schönheit Ihrer Umgebung bewundern. Gönnen Sie sich die Zeit und den Raum, um in eine andere Geisteshaltung einzutreten und den erdenden Geist der Natur in Ihr Herz und Ihr Bewusstsein aufzunehmen. Wenn Sie das tun, können Sie höhere Bewusstseinsebenen erreichen. Wenn Sie mit der Energie der Kaiserin im Einklang sind, werden Sie auf natürliche Weise Ihre mütterliche Natur annehmen. Sie verspüren einen starken Drang, andere zu nähren und zu versorgen, und zwar aus einem Gefühl des liebevollen Mitgefühls und der Unterstützung heraus. Sie sehen es als ein Geschenk und eine Ehre an, sich um andere zu kümmern, und dabei kommt es auch Ihnen selbst zugute. Im wahrsten Sinne des Wortes könnten Sie in die Rolle der Mutter schlüpfen, vielleicht als Mutter eines Neugeborenen, als Betreuerin der Kinder anderer Leute oder indem Sie mehr Zeit mit Ihren Kindern verbringen. Die Kaiserin kann auch auf eine Schwangerschaft oder Geburt hinweisen. Dabei kann es sich um eine tatsächliche Schwangerschaft oder Geburt handeln oder um die metaphorische Geburt einer neuen Idee oder eines Projekts. Bringen Sie Ihre kreativen Ideen ins Leben, indem Sie sie nähren und Ihr Wachstum unterstützen. Erlauben Sie diesen Entwürfen und Ihrer Manifestation, durch Sie zu fließen, und handeln Sie mit Mitgefühl und Liebe. Die Kaiserin ein positives Zeichen dafür, dass Sie einen tiefen Sinn für Selbstliebe und Selbstachtung entwickelt haben, der von Ihnen auf andere ausstrahlen wird. Sie befinden sich in der besten Position, um liebevolle Beziehungen mit offener Kommunikation anzuziehen und auszubauen. In Ihren Beziehungen zu anderen Menschen ist eine reiche Sinnlichkeit vorhanden, mit einer Liebe für Leidenschaft, Vergnügen und Potenzial. Die Kaiserin ist eine sehr sinnliche Person, die tief mit ihrer Sexualität, Weiblichkeit und inneren Schönheit verbunden ist, und das sorgt für eine schöne, intime Beziehung. Wenn es in Ihrer Beziehung Probleme gibt, dann erinnert Sie die Kaiserin daran, offener und ehrlicher miteinander umzugehen. Sie müssen aus einer Position der Liebe und des Mitgefühls heraus handeln, wenn Sie Ihre Gefühle miteinander teilen und besprechen. Dies ist eine Zeit, in der Sie alle Verteidigungsbarrieren loslassen und sich wirklich öffnen können. Betrachten Sie die Situation mit einer tiefen Liebe für Ihren Partner, auch wenn er oder sie ständig Dinge tut, die sie verärgern oder ärgern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald.